Hallo Ladies and Gentlemen, mein Name ist Coach Tobias Forst, Gründer von Achilles Life Coaching, jahrzehntelanger Empfänger von narzisstischem Missbrauch und ich habe mich selbst daraus befreit. Wie ich das geschafft habe, teile ich mit euch in meinen Videos und Coachings. Willkommen zum heutigen Thema. Vier Gründe, warum du in toxischen Beziehungen bleibst. Oftmals stellen wir uns die Frage, vor allem wenn eine Beziehung zurückliegt mit einem Narzissten oder einer Narzisstin, wie konnte ich damals so dumm sein? Warum bin ich nicht schon früher gegangen? Gleich vorweg, und ich hoffe, ihr beherzigt das für euer eigenes, euren eigenen Verstand und eure eigene geistige Gesundheit. Mit Intelligenz hat es nichts zu tun. Ihr seid nicht dumm, weil ihr in narzisstischen Beziehungen wart und Empfänger oder Empfängerin von narzisstischem Missbrauch über so lange Zeit wart. Es gibt Gründe dafür, warum ihr euch darin befandet, nicht früher euch loslösen konntet, wolltet, wie auch immer. Und diese vier Gründe gehen wir jetzt durch. Aufsteigend an meiner Sicht auf die Wichtigkeit die größte Tragweite findet ihr dann bei Punkt 4 am Ende des Videos. Punkt Nummer 1, der erste Grund, warum ihr in toxischen Beziehungen bleibt, ist eure Hoffnung. Die Hoffnung, Ladies and Gentlemen. Hierbei gibt es eine kleine geschlechterspezifische Zuordnung, weswegen das Thema Hoffnung schwerer wiegt bei euch Ladies als bei uns Gentlemen. Dazu gleich mehr. Hoffnung, wie sieht das aus? Wenn ich ihm oder ihr nur lange genug einen Rahmen gebe mit Harmonie und Aufmerksamkeit und Zuneigung und etwas Gutes zu tun, für ihn oder sie da zu sein, dann wird sich die Beziehung mit ihm oder ihr schon verbessern, so hofft ihr. Denn ihr fühlt irgendwo auch, gerade Gentlemen, ich bin natürlich anders als die Vorgänger, klar wird es mit mir besser. Vorsicht, warum betrifft es euch Ladies etwas mehr? Weil bei euch Ladies in der Maschinenprogrammierung einfach mehr kommunitarische Ausrichtung vorliegt, mehr auf das soziale Miteinander und ihr auch diesen emotionalen Support auch geben wollt. Denn jede von uns sieht bei den jeweiligen Personen, Narzissten und Narzisstinnen, hier stimmt etwas nicht. Wir sehen es doch. Dazu kommen gleich weitere Gründe. Aber der Punkt ist, wir unterliegen der Hoffnung, der Illusion, dass wir, indem wir nur ausreichend harmonische Umstände schaffen, über längere Zeit, für die wir auch denken, Opfer bringen zu müssen. Und eine Beziehung sollte kein Opfer sein. Das hat nichts mit Kompromissen zu tun. Kompromisse und Opfer sind zwei sehr, sehr verschiedene Themen. Also Vorsicht, was ist, dass ihr es unterscheiden könnt und nehmt Kompromiss und Opfergabe nicht in die gleiche Waagschale. Die Hoffnung, gerade Ladies, aufgemerkt, Hoffnung ist keine Strategie. Ihr könnt so gerne und so lang die harmonischen und aufmerksamkeitsspendenden Umstände für euren narzisstischen Partner oder Partnerin darbieten und es wird sich nichts ändern für die Beziehung. Für euch schon, ihr zahlt mit mehr Energie, ihr verliert mehr Potenzial, ihr verliert mehr Zeit. Punkt Nummer 2, der zweite Grund, warum ihr in toxischen Beziehungen bleibt. Das ist die willentliche Blindheit. Die willentliche Blindheit, die Alarmsignale, im Englischen die sogenannten Red Flags, die roten Fahnen zu ignorieren. Signalgeber von, was alles nicht stimmt. Ihr ignoriert willentlich blind die Lovebombing-Phase, weil ihr denkt an all dieser übermäßigen Zuneigung, die ihr jetzt erfahrt, und ihr hattet sowas noch nie im Leben zuvor. Daran hinge kein Preisschild. Daran hängt der heftigste Preis. Und ihr zahlt dreifach. Eure Zeit, eure Energie, euer Potenzial. Die Lovebombing-Phase ist seine oder ihre Investition. Hier habt ihr mal das Beziehungsopium
Und dann wird der Supply, der Vorrat zurückgeschraubt und ihr seid dann hoffentlich abhängig. Oder es geht weiter zum nächsten oder zu der nächsten normalen Person, die der Narzisst oder die Narzisstin ausnutzen kann. Willentliche Blindheit war ein derart wichtiges Konzept vor über 4000 Jahren, dass es in der ägyptischen Mythologie Abbildung in Form eines Gottes mit dem Namen Osiris fand. Osiris, der alte erste Pharao der Mythologie nach, der für die Ordnung im Lande sorgte, hatte einen Bruder Set bzw. Sutasch im Original. Und Osiris dachte sich, gut bayerisch gesagt, passt schon, das wird schon mit dem Bruder. Und er ignorierte willentlich blind die Bösartigkeit und Zerstörungskraft des Bruders. Kurz gesagt, die Geschichte zusammengefasst, Osiris bezahlte mit seinem Leben dafür. Und das mag metaphorisch für euch auch sein, auch stattfinden, dass ihr metaphorisch mit dem Leben der Gestalt bezahlt, wenn ihr willentlich blind seid und bleibt, dass ihr am Ende nach gewisser Zeit nicht einmal mehr wisst, wer ihr eigentlich seid. Die Definition eurer Realität, eures Wesens, eures Seins ist im Laufe der Zeit derart von euch wegkonditioniert worden, dass die einzige Quelle für Antworten auf diese Fragen beim Narzissten, bei der Narzisstin in eurem Leben liegen. Willentliche Blindheit. Zweiter Grund, warum ihr in narzisstischen, toxischen Beziehungen bleibt. Der dritte Grund, warum ihr in toxischen Beziehungen bleibt, ist die Illusion der Handlung. Dieser Begriff, geprägt meines Wissens nach von Coach Corey Wayne, The Illusion of Action, das betrifft auch, wie die anderen Punkte, euch Ladies und Gentlemen, etwas mehr meiner Erfahrung nach die Gentlemen unter uns, die Illusion der Handlung. Wie sieht das aus? Wenn ich nur mehr Geld nach Hause bringe, den zweiten Job annehme, auf die Prämie hinarbeite und es mich irgendwie dann 70, 80 Stunden die Woche kostet, dann können wir uns den besseren Urlaub leisten, denn sie muss auch mal raus und ich muss sie irgendwie rausholen. Und sie meinte dann auch, dass eine Ortsverlagerung uns mal ganz gut täte, auch wenn es euch, Ladies und Gentlemen, völlig entwurzeln würde von eurem Sozialfeld, in dem ihr euch befindet. Aber es scheint unter Schmerz euch nahegebracht zu werden, dass es sinnvoller ist, dass ihr gemeinsam dieses Nest baut und Freunde und Restelemente der Familie, die noch vorhanden sind, schon Verständnis dafür haben werden, wenn ihr gemeinsam zu zweit woanders hingeht. Dann ist nämlich nebenbei euer einziger Ansprechpartner für die erste Zeit nur noch euer narzisstischer Partner. Die Illusion der Handlung. Wenn ich nur mich beweise, er wirft euch vor, euer Narzisst wirft euch vor, ihr tut gewisse Dinge nicht ausreichend, ihr macht nicht genug im Haushalt, ihr habt vielleicht ein Thema mit Wut, ihr unternehmt zu wenig mit Freunden, zu viel mit Freunden. Es ist vollkommen egal. Es wird irgendwo aus der Luft wird etwas gezogen und es wird ein Plus oder ein Minus davor gehängt. Und das Problem läge wohl bei euch. Und ihr fühlt euch jetzt dahingehend veranlasst, zu beweisen durch Handlungen, das Gegenteil zu tun. Damit über die umgekehrte Psychologie genau das zu tun oder genau dem Narzissten in die Hand zu spielen, was ihr eigentlich machen solltet oder lassen solltet. Die Illusion der Handlung. Insbesondere bei uns Gentlemen weit verbreitet, indem wir denken, je mehr wir uns hier für gewisse Dinge, je mehr wir auf unserer Excel-Liste schreiben können, aber ich habe doch dies, jenes, sonstiges gemacht, warum liebst du mich nicht? Nun, weil diese Person nicht wirklich imstande ist zu lieben, wie du denkst, dass sie zu lieben imstande sein sollte und ihr über das Geben und Geben und Geben und Geben euch eigentlich nur ausnutzen lasst. Vorsicht vor der Illusion der Handlung.
beide Parteien in einer Beziehung sollten in dieser Beziehung sein, um einander zu geben. Und während ihr drin seid, um zu geben und dabei noch wesentlich mehr gebt, weil euch gesagt wird, ihr gebt noch nicht genug, und während ihr der Illusion der Handlung unterliegt, nimmt der Narzisst und er nimmt und er nimmt und er nimmt. Punkt Nummer 4. Der vierte Grund, warum ihr in toxischen Beziehungen bleibt. Das sind auf gleicher Stufe eure einschränkenden Glaubenssätze und euer mangelnder Selbstwert. Einschränkende Glaubenssätze. Ich verdiene eine höherwertige Liebe nicht, sagst du dir. Ich verdiene keine besseren Lebensumstände, sagst du dir. Ich verdiene irgendwo auch keine bessere Beziehungssituation, sagst du dir. Wenn er oder sie mich noch mehr oder besser kennen würde, wäre er oder sie doch eh schon lange weg, sagst du dir. Ihr legt in die Waagschale die schönen Momente, die ihr in der Beziehung habt. Und ja, die gibt es. Aber sie sind wenige mit viel Zeit dazwischen. Und ihr überbewertet sie, weil sie so selten sind. Die rare Ressource der schönen Momente in der Beziehung mit eurem Narzissten oder eurer Narzisstin. Und auf der anderen Seite, für all das, was nicht schön läuft, für all das, wo ihr wisst, ihr werdet ausgenutzt, konditioniert, der Zielmarker für Absprachen wird verschoben und verschoben und verschoben vom Narzissten. Wenn das und das eintritt, dann machen wir dies und jenes. Und wenn, ja, doch noch 3 Monate, dann wird das besser oder dann ist dies und jenes möglich. Die Manipulation, das Gaslighting, ihr kennt es alles. All das liegt in der anderen Waagschale und euer einschränkender Glaubenssatz flüstert euch ins Ohr: Geschieht mir ganz recht, sagst du dir. Das sind die 4 Gründe, warum ihr in toxischen Beziehungen bleibt. Und es gibt Mittel und Wege heraus. Wie diese auf individueller Ebene für euch aussehen, können wir gerne im Coaching angehen. Insbesondere das Schwerwiegendste: die einschränkenden Glaubenssätze und den mangelnden Selbstwert. Um für euch individuell zu identifizieren und aufzulösen, welche konkreten limitierenden Glaubenssätze, einschränkenden Glaubenssätze bei euch vorliegen und in welchen Lebenslagen, denn es wird über die Beziehung weit hinausgehen, in welchen Lebenslagen ihr euch selbst mit Blei an den Beinen beschwert, ihr euch statisch in genau diesen toxischen Situationen haltet und nicht ausbrechen könnt. Es gibt Mittel und Wege raus. Dabei helfe ich euch gerne. Und sobald diese aufgelöst sind, bleibt nur noch eines zu sagen: Sei dein eigener Held und sei deine eigene Heldin. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.